Und weiter geht es mit einer knusprigen Folge V Rising Gloomrot. Ich habe schon einiges an Material noch in der Tasche, Leute. Wir haben ja letztens die zwei Bosse weggehauen. Welche zwei Bosse? Zwar einmal ihn hier für den Umhang und einmal den Schmied. Jetzt habe ich aber festgestellt, wenn ich die Schmiede bauen will, brauche ich diesen Spektralstaub. Davon habe ich aber so gut wie gar nichts. Ich habe zwar diese Geisterkristalle, aber mir fehlt das Rezept. Das heißt, ich brauche dann doch den hier. Deswegen müssen wir heute den hier auf jeden Fall wegholen. Ich lage erstmal den ganzen Kram ein. Und dann werden wir uns auf den Weg machen. Ich muss auf jeden Fall nochmal Tränke schlürfen. Ja, 20%. Ich weiß nicht, ob das reicht für den. Werden wir dann sehen. Ich sammle die Waffen jetzt einfach mal hier. Wäre schon ganz cool, ne? Wir hauen das trotzdem erstmal hier rein. Und ich wollte ganz kurz schauen, welche Attacke das hier ist. Ist der Speer. Aber wir haben dafür halt noch kein Juwel halt, ne? Ich will nur einmal ganz kurz testen, wie die Attacke überhaupt ist, weil die kenne ich nicht. Deswegen testen wir das Ganze einfach mal. Okay, zum Ausweichen ist das echt cool. Wie Schaden macht die? Also. 160% Schaden wirkt und Schwäche zufügt. Ja, folgende Trefferursache 65. Okay, das ist schon mal ganz cool, aber wir müssen auf jeden Fall mit denen hundertprozentig treffen. Die hier machen halt 110 zweimal, also 220 insgesamt. Das heißt, an sich machen die mehr Schaden. Und dazu kommt noch, dass ich hier halt das mit dem Flächenschaden drauf habe. Deswegen will ich das erstmal behalten. Und dann hauen wir hier erstmal den Kram rein. Was habe ich denn überhaupt hier für die Schmiede? Habe ich hier irgendwas, was ich hier lassen kann? Ich würde sagen, den Kram, den ich habe, sollte auf jeden Fall erstmal unten ins Alchemielabor, weil ich mir Tränke machen muss. Ich sollte auf jeden Fall mit Tränken da reingehen. Wie sieht es mit Schriftrollen aus? Schriftrollen. Okay, ich kann jetzt noch nichts Neues lernen, ist aber nicht so schlimm. Blutpresse haben wir auch mal den Kram hier rein. Urblut habe ich eh schon mehrere. Also das ist auf jeden Fall nicht das Problem, Leute. Die sollte ich auch mal alle einfügen, ne? Also den Umhang müssen wir drin lassen. Den Sonnenschutz nehme ich mir auch mal mit. Feuer, ich weiß nicht, ob der Feuer macht, der Boss. Keine Ahnung. Silberschutz. Ich weiß nicht, wofür brauche ich überhaupt Silberschutz? Ich nehme es einfach mal mit. Wer weiß es schon, Leute? Wer weiß es schon? So, auf jeden Fall, denke ich, brauche gefüllte Wasserdinger. Ah ne, nicht Blutrose, Höllentrom. Quatsch. Doch. Höllentrompete. Oder Höllen? Höhlen. Ne, Höllen. Höllentrompete ist schon richtig. Das ist schon richtig, Leute. Ich streck mal ein paar mehr. Hauen wir mal rein, was wir hier reinhauen können. Noch irgendwas? Hier können wir reinhauen. Die muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So. Sieht doch soweit ganz gut aus. Oder warte mal. Hier habe ich auch hier drin. 3 Stück haben wir nur davon. Scheinen relativ selten zu sein. Ich, obwohl, kann ich bei mir rüben, drüben reinhauen. Die Gerberei. Mal die ganzen Edelsteine hier noch rein. Dann, warte mal. Welche sind das hier? Also einmal für den Frostblitz und Blutschleier. Also Blutschleier einmal. Zack. Und Frostblitz. Bam. Haben wir die auch schon mal drin? Dann sollten wir jetzt rübergehen. Aber warte mal. Nee, nee, nee. Ich nehme mir direkt noch den Trank hier mit. So. Wohl heilig Widerstand? Ich weiß es nicht. Ich trinke es trotzdem mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir das brauchen werden, Leute. Am Ende bereue ich es sonst hinterher. Wir haben die Tränke ja eh da. Hau noch mal kurz hier drüben rein, was wir reinhauen können. Teilen den Rest auf. Und dann machen wir es auf den Weg. Warte mal, habe ich noch hier ein bisschen... Nee, ne? Anscheinend nicht. Ach, jetzt bin ich auch nicht in die Schneiderei gegangen. Sollte ich auf jeden Fall auch machen. Aber erstmal alles, was mit Holz zu tun hat, können wir hier reinhauen. So, zerkleinern möchte ich... Wo ist er? Hä?
Nicht so will. Ah, hier. Haben wir noch was, was wir zerkleinern wollen? Ich glaube nicht. Warte mal, ich sammle erstmal den Kram auch hier. Zack. Haben wir noch was für hier? Muss man sortieren. Nee, nur die Steine, die ich hier reinhaue. Sonst würde ich sagen, passt das so erstmal. So, dann gehst jetzt wieder hoch zurück. Die Haut rein. Und dann haben wir gleich leider schon Tag, ne? Sind wir tagsüber im Wald unterwegs. Nicht so gut, aber ist nun mal so. Okay, das haben wir auch einmal drin. Bam. Bam. Können wir dann auch wieder hier reinhauen. Keine Tücher mehr, ne? Ich habe einfach keine Tücher mehr. Hätte ich eigentlich die Pflanzenfaser und dann Leder reinhauen können. Mache ich auch jetzt gleich direkt mal, würde ich sagen. Geisterkristalle, ja, die hätte ich lieber drüben lagern sollen. Die hätte ich doch lieber drüben lagern sollen. Aber ist jetzt nochmal so. Wo habe ich denn die Pflanzenfasern? Die habe ich hier. Spektralstaub. Gut, dann sammle ich das halt hier. Zack, wird schon passen. Bilderrahmen. Ja, super. Jetzt habe ich ohne Ende Bilderrahmen. Ich hau die einfach hier rein. Auch wenn es da jetzt erstmal nicht optisch reinpasst, egal. Aber bam. Nö, sonst habe ich hier nichts für. Silbermünzen müssen auch einmal weg. Was für Körpermünzen? Obwohl, das passt so rein. So, dann haben wir eigentlich alles aufgeteilt. Dann Eisen nochmal weghauen. Und dann können wir es auf den Weg machen. So. Ups. Ich glaube ansonsten, ja. Ansonsten sieht es clean aus. Nur noch die Pflanzenfasern einmal rein. Jeder müsste ja hier ohne Ende haben. Okay, was heißt ohne Ende? Aber ja, wir haben. Hol die auch einfach mal rein. Kann nicht schaden. So, dann hauen wir uns schon mal die Tränke rein. Und der wird doch bestimmt auch im Wald sein, oder? Ja, der ist wahrscheinlich schon hier hinten irgendwo. Gut ist, wir haben ja den Umhang mittlerweile. Hauen wir erstmal alles rein. Nimm mein Pferdchen und dann geht's los, Leute. Dann geht's los. Tagsüber, wie immer. Ich mache immer so Fails. Keine Ahnung warum, Leute. Fragt mich nicht. Fragt mich nicht, warum das so ist. Er müsste hier irgendwo sein, ne? Irgendwo da sein. Auch eigentlich ein neues Blut. Oh, warte mal. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als das, was ich habe. Wer der? Erstmal den weghauen, den Kollegen. So. Sehr gut. Dann haben wir wenigstens schon mal das. Wir kriegen leider keine Schadensreduzierung. Schade. Leider nicht, aber wir finden bestimmt auf dem Weg noch was Besseres. Ich muss mir unbedingt die Gefängniszellen vollpacken, ne? Na, wie viel Prozent habt ihr denn? Okay, einer lohnt sich. Ich will hier doch einfach nur... Hör doch auf, ey. Warte, den hauen wir erstmal weg. Jetzt gib her. Sehr gut. Habe ich jetzt mal ein bisschen Leben gekostet. Aber wir haben doch keine Chance zur Dosierung. Ich dachte, ab 50% kriegen wir das schon. Dann hat sich natürlich nicht gelohnt. Aber es ist leider nur Zeitverschwendung. Einen Lebenstrank habe ich. Echter? Ah doch, der wird reichen. Der wird schon reichen.
Muss auf jeden Fall wieder ein bisschen Glas sammeln. Damit ich mir ein paar Fläschchen mache, ne? Oh, warte mal. Die Pilze, die hätte ich schon ganz gerne. Okay, dann kriegst du auch einmal das hier ab. Warte, die hält gut aus. Hält echt nicht schlecht aus. Haben wir schon mal ein bisschen Geisterpilze? Alter, ernsthaft? Trifft die einfach nicht. Unglaublich. Ich glaube, das war's an Pilzen. Die sollten wir auf jeden Fall auch schon mal mitnehmen. Wir gehen jetzt eh tagsüber. Ich habe mir auch gedacht, dass wir uns langsam zu den Vorarbeiten. In der Nacht wäre schon besser. In der Nacht kämpfen. Oh, hier ist eine Voodoo-Puppe. Eine Voodoo-Puppe, Leute. Ja, auch Kram, aber egal. Aber egal. Mal kurz warten, von wo die Spur kommt, von da hinten. Und hat der Wolf jetzt gehabt? Keine Ahnung. Spinne? Egal, wir sammeln einmal kurz hier. Danke. Da waren jetzt ein paar Pilze noch, aber die lassen wir jetzt erstmal. Machen sie erstmal relativ safe auf den Weg. Damit ich ungefähr weiß, wo das schon mal wenigstens ist. Weil der wird wahrscheinlich an so einem Spot sein. Oh, nee. Super. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei, gegen den jetzt zu kämpfen. Ey, ey, Kollege. Die hauen gut rein. Muss man schon sagen. Die hauen schon mies rein. Aber so ist das nun mal. Weil ich nur mal kurz auf die Karte geguckt habe, Leute. Nur weil ich einmal kurz auf die Karte geschaut habe und nicht wusste, wo wir lang müssen. Aber hier wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich da in diesem Örtchen da drin. Ein Platz. Oder ist hier oben? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir gehen aber mal hoch. Warte mal. War jemand? Oh, oh, oh. Nee. Nee, nee. Wir sind noch nicht ready, aber was habe ich bekommen? Gratis. Gratis ist immer gut. Geisterpilz noch mitnehmen. Da will ich mich nicht beschweren. Oh. Okay, 77. Ich glaube, das sind die Kollegen von vorhin. Die den wahrscheinlich da umgelegt haben. So. Kriege ich die Blutspur? Also von hier. Ist definitiv hier. Was gibt es denn hier überhaupt noch zu sammeln? Spektralstaub und so, alles klar. Müssen wir bis Nacht warten, ne? Anders können wir gar nicht gegen ihn kämpfen. Müssen warten, bis es Nacht wird. Dann sammeln wir in der Zeit ein bisschen. So. Da ist ein Spawn hier gleich erstmal schön Gegner rein. Liebe es. Natürlich nicht, Leute. Solange noch keiner da ist. Ach, die haben hier alles gelootet. Wir haben den Tag ausgenutzt und hier gelootet. Na, dann hoffe ich mal, dass ich hier nicht so Probleme haben werde, ne? Wenn wir erstmal die Verfolgung wegmachen. Okay.
Hin? Muss ich die doch auswählen? Ich glaube, ich muss die doch auswählen. Wir hauen den aber lieber mal weg. Ich will ja nicht jemanden haben, der mir hier reinläuft. Irgendwas hier machen, Alter. Hä? Ach, die haben den selber gelegt, glaube ich, ne? Ich glaube, die haben den Boss selbst gelegt. Und ich habe jetzt halt Pech gehabt, muss erstmal warten. Das scheint es zu sein, ja. Bisschen auf den Spawn warten. Naja, so ist das Leben. Derzeit können wir ein bisschen schauen, ob hier doch noch irgendwas rumliegt. Ich glaube, die haben aber echt alles geplündert. Was man plündern kann. Hier schon drin. Ah, guck mal, wenigstens ein paar Pilze. Wenigstens etwas. Ansonsten glaube ich, ist hier alles leer. Na super, jetzt müssen wir einfach warten. Ich brauche diese Formel, Leute. Ohne diese Formel. Oh, Spektralstaub findet man hier zwar auch, aber in Kisten und so habe ich jetzt gar nichts gehabt. Und vielleicht, ob wir noch mal kurz irgendwie ein besseres Blut bekommen. Ja, super. Oder auch nicht. Will ich den auch gönnen. Wenn ich mich nicht irre. Wir... Oh, jetzt sind die auch noch zu zweit. Jetzt sind sie auch noch zu zweit. Ich glaube, die machen mir nichts. Okay. Soweit, so gut. Ich bleibe mal in dieser Form. Ich weiß nicht, ob die... Die für Nummer... Ich habe die normalen Nummern an, anscheinend. Aber jetzt spawnen die hier auch noch. Okay, soweit, so gut. Ja, wer hat der denn, der andere? 65. Alles klar. Und 67. Also die könnte mich easy fertig machen, aber ich habe eh keinen Kram. Würde sich nicht lohnen. Okay, egal. Hat es dann anscheinend erledigt. Der feiert auch einfach meinen Kopf. Ich finde ihn auch gut. Okay, okay. Meine Maus. Hauptsache die lassen mich hier in Ruhe. Come
drive me to hell. Okay, soweit so gut. Machen wir mal kurz den Trank hier rein. Alles klar. Alles klar, das, ich muss halt aufpassen wegen den anderen halt, ne? Das ist natürlich nicht so nice. Oh. Das ist tot. Ah, super. Na super. Ich krieg den nicht. Ich werde den nicht bekommen. Ich habe jetzt noch so, so lange, weil ich jetzt schon öfter heute gestorben bin. Na super. Nein, 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 die dürfen den nicht weghauen. Ah, super. Na super. Wäre einfach die Spawnzeit nicht so lang gewesen. Komm, 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 komm. Alles klar. Die haben mir sogar alles drin gelassen, was für Ehrenmänner. Okay, die wollen nichts. Perfekt. Das sind nochmal korrekte Dudes. Natürlich habe ich den anderen Lootern gelassen, weil wir wären ja so oder so drauf gegangen. Ich muss auf jeden Fall zurück. Und schnell mein Pferd, das ist sogar noch hier. Und dann schauen wir, dass wir auf jeden Fall den Kram einmal zersetzen und uns diese Schmiede bauen. Das, ich dachte jetzt echt mies. Aber die haben eiskalt auf mich gewartet. Das sind wahre Ehrenleute, Leute. Das ist ehrenhaft. Ich hätte echt gedacht, die werden, ja, mir sogar noch den Kopf klauen. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht, Leute. Oh nein. Nee. Das war halt das Miese. Man muss halt aufpassen, dass man die auch nicht trifft, ne? Den konnte ich immer nur so ein bisschen reindippen. Aber es hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Naja. Schauen wir mal, ob unser Kram in der Base ausreicht, um diese Schmiede zu bauen. Ansonsten muss ich selber nochmal sammeln. Wir werden sehen. Also es wäre mal gut, dass man einen Trank hier einsetzen könnte, der einen da ein bisschen so die Sicht erweitert. Weil der Umhang, dann geht mir einfach einiges an Leben verloren, ne? Geht mir echt einiges an Leben verloren. Naja. Aber ich würde sagen, hat sich ja trotzdem gelohnt. Wir haben es ja trotzdem geschafft durch die beiden Dudes. Das ist die Hauptsache. Machen wir die Markierung weg. Und Schwert, warte mal. Ich kann schon reparieren. Wahrscheinlich, weil ich diesmal so oft draufgegangen bin im Wald. Ne? Also im Wald, so oft bin ich noch nie draufgegangen. Muss schon sagen, also der Wald ist schon ordentlich. So.
und Bamsen. Ach, ich habe die Feuerschale vergessen. Na egal. Wo habe ich jetzt nochmal die Kristalle gesammelt? Also. Wir müssten ja. Huch, das muss ich auf jeden Fall behalten. Die habe ich hier. Dann gehen wir nämlich mit denen runter. Und zerkleinern die. Ups. Und wir haben ja jetzt auch Geister. Die können wir jetzt ja auch herstellen. Ist aber teuer. Die sind ziemlich teuer. Das lohnt, ich weiß nicht. Also. Wie viel kriegen wir denn überhaupt raus? Ach, und Geißelsteine brauche ich, okay. Hauen das hier erstmal frei. Hauen den Kram dann erstmal hier rein. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel hergestellt habe. Einfach weil ich es kann wahrscheinlich. So, dann sammle ich schnell noch die Geißelsteine. Dafür mal, war da noch Grabstaub? Ah ne, habe ich sogar dabei. Ich habe nämlich noch ein paar. Ich habe auch ziemlich viele verbraucht, jetzt einfach für Amulette für meine Diener. Ob das jetzt so schlau war, weiß ich jetzt im Nachhinein natürlich nicht. Aber hier habe ich auch noch, ich habe es irgendwie schon geahnt, deswegen habe ich hier nämlich ein paar gesammelt. Sollte erstmal reichen. Hoffe ich. Ich hoffe es. So, mein Schwert, wie viel hat das in Haltbarkeit? Ja, wo sehe ich denn gerade die Haltbarkeit? Ach, da unten. Noch reicht das und mein Amulett. Ich würde sagen, ist noch okay. Machen wir hier einmal zack, zack. Einmal den hier. Und den kam einmal raus. Nur wirklich nur das erstmal produziert wird. So. Perfekt. Irgendwas zum Zersetzen. Ich glaube nicht, nein. Probier das hier alles nochmal rein. Nimm ich mal mit. Das dauert, ne? Also wie viel kriegen wir raus? 40 kriegen wir bestimmt raus. 80. Ich würde sagen ungefähr 80. Und wir brauchen 24 verstärkte Bretter. Warte mal. Machen wir auch erstmal ein paar verstärkte Bretter. Ich hole direkt nochmal ein bisschen Eisen. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch habe. Ich weiß, ich habe noch ein paar. Aber ich glaube, ich habe nicht genug. Gegen einmal. Ich noch mal ganz kurz, was ich in meiner Vampirkiste habe. Hier mal wichtigen Kram drin. Urblut habe ich 10 Stück. Also mehr als genug. Aber ich würde sagen, das Buch sammle ich mal drin. Die nehme ich hier raus, den Kram. Zack, einmal sortieren. Da kann ich noch die Münzen hier reinhauen. Noch irgendwas für die Blutpresse. Ja gut, wir können ja einmal den hier machen. Pilze, so. Muss eh noch zermahlen werden, dann können wir nämlich hier den ganzen Kram erstmal überall aufteilen. Bene habe ich auch, ja. So. Bam. Und dann hauen wir die hier auch rein. Ja? Nee, Quatsch, nicht hier. Ach, sorry Leute. Das wollte ich machen. So, genau hier rein. Wir haben ein bisschen rauen Faden. Zack. Wird hier noch irgendwas rein? Leder, wenn ich Leder hätte, ne? Aber habe ich nichts mehr. Also kein normales Leder auf jeden Fall. So. Läuft das auch schon mal? Dann machen wir oben noch mal ein paar Geißelsteine vielleicht. Würde ich sagen. Wenn ich das Material auch habe, aber ich müsste es da haben. Ja, habe ich. Warte mal, habe ich noch irgendwo... Ja,
Hier habe ich noch ein bisschen. So, dann hauen wir einfach mal. Ups. Denke ja. Doch, doch, das passt. Passt sogar perfekt, würde ich sagen. So, warte mal. Mauerfaden, den kann ich nämlich hier reinhauen. Da machen wir noch ein paar Schriftrollen. So. Glas und Knochen habe ich noch. Okay, wir gehen jetzt mal rüber. Vielleicht ist das schon fertig. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber vielleicht haben wir schon genug, um die Schmiede herzustellen. Ah, jetzt habe ich immer. Nee, nee, warte mal. Wir müssen erstmal Eisen holen. Macht sonst keinen Sinn, weil ich werde zu wenig verstärkte Bretter haben. Holen wir uns erstmal den Kram. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Wusste es. Aber die Feuerschale kann ich dann auch mal gleich ausstellen. Mal 21. Habe ich nicht noch mehr Eisen? Anscheinend nicht. Ja, ich habe zu wenig Bretter, sage ich ja. Ich habe meinen ganzen Eisen angestellt. Was habe ich damit getan, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Ich glaube, das sollte aber reichen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und ich muss einfach Eisen sammeln gehen. Das wäre traurig. 6. Warte mal, wir brauchen 12. Hey. Knapp, ne? Hier noch? Oh, ja, doch, perfekt, okay. Okay, ich nehme es zurück, perfekt. Es reicht. Hier haben wir auch schon genug. Das heißt, machen wir jetzt auf jeden Fall noch die Schmiede. Oh, und die ist nachgewachsen. Dann sammeln wir erstmal und danach machen wir die Schmiede. Obwohl, ich mache das ohne Aufnahme. Ich will nämlich jetzt wissen, was wir mit der Schmiede so anstellen können. So, einer reicht ja. Perfekt. Schauen wir mal. Hau ich erstmal rein. Knochen. Okay. Sieht die denn auch? Oh. Sollte ich auf jeden Fall wieder umstellen. Hau die jetzt erstmal hier hin. Oh, okay. Das ist schon ein Unterschied. Also die dunklen Barren brauche ich und den Kram. Alles klar. Wie sieht es denn mit der Armbrust aus? 23. Aber was mir halt verloren geht. Okay, ich habe halt physische Kraft halt um 6 Stärke. Das ist schon echt gut. Lebensraub und Bonus Spell Power. Ich würde sagen, das Schwert ist echt besser. Dann kann ich mir nämlich auch die Äxte und hier so machen zum Abbauen. Okay, geil. Alles klar, dann würde ich sagen. Oh, Silbererz. Okay, das heißt, das wird auf jeden Fall dauern, bis ich das herstellen kann. Ich muss Silbererz sammeln. Und soweit ich weiß, ist Silbererz hier, ne, in dem Gebiet. Silberlichthügel heißt ja nicht umsonst so. Alles klar. Ich muss einmal ganz kurz schauen, was noch so vor uns liegt. Also das beides finde ich jetzt nicht so interessant. Ja, hier habe ich aber jetzt nicht wirklich irgendwas, was mit Silber zu tun hat. Das Einzige, was ich lohnen würde, wäre auf jeden Fall der hier. Das ist aber noch zu stark. Da brauche ich auf jeden Fall die bessere Waffe. Brauche ich definitiv. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.